Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Mein Name ist Falco und heute gehen wir mal so ein, zwei Sachen nochmal durch im Nachgang. Und zwar, ich habe ja beim Livestream angefangen, den Kameraden wieder zusammenzusetzen. Ich habe ja endlich alle Ersatzteile bekommen und mein erstes Manko war, ich habe das Ding aufgepackt, beziehungsweise, hallo Hexe, es funktionierte nicht richtig. Ich habe die Akkubox gleich aufgemacht gehabt, weil die hat gar nicht geleuchtet, gar nichts, es ging auch nichts. Und ich fand das sehr schade, ehrlich. Bisher habe ich keine Probleme gehabt mit Kuyui. Ich weiß nicht, was die bei dem Modell verbockt haben, ehrlich. Ich kann das nicht verstehen. Es ist so schade, weil es ist ein schönes Ding und es ist auch wirklich toll mit Fahren und allem drum und dran, aber dass sie das halt so grandios in den Sand setzen. Wenn ihr die Akkubox aufmacht und guckt euch die Plantine an. Hallo, das kann auch ich löten. Ehrlich. Ja, hallo Hexe. Katzencontent muss ja sein. Ne? So. Aber nachdem er ja die erste Testfahrt auf dem Tisch gemacht hat im Livestream, habe ich ihn versucht, hinterher wieder anzumachen. Aber es ging nicht. Er ging nicht an. Also wieder Akkubox auf, reingucken. Dieser Stecker von der Akkubox war genau wie beim ersten Mal, wo ich ihn ausgepackt habe. Der war nicht richtig drauf, der hat sich losgerattelt. Alles drum und dran. Das ist Mist, sowas, ehrlich. Ich habe das bisher nicht wirklich so gehabt bei den Boxen, aber ich denke mal, dass es einfach zu viel ist, weil es ist ja Licht drin, es ist Sound, man hat eine Hupe, man hat hier diese kleine Fernsteuerung und wir machen so. Ah, jetzt ist er an, jetzt leuchtet er. Jetzt machen wir die Fernbedienung an. Wir haben ein schönes kleines Startgeräusch. So, jetzt eine Hupe. Chill mal. Ehrlich, chill! Alles gut. Also ganz rund ist es nicht. Ja, komm, das zeigt den Lambo. Aber ihr seht halt, ich mache mal hier den Ton. Ich mache mal den Ton aus. Ihr seht halt hier auch, weil das Sattel nervt mich. Das, was ich am geilsten finde überhaupt. Die Leuchten, wenn der rückwärts fährt. Die Heckleuchten. Und vorne auch die. Aber halt nur dementsprechend, in welche Richtung er gerade fährt. Na? Die Batterie, die Fernsteuerung hier hängt auch ein bisschen, die ist nicht so das Wahre, aber naja, gut. Ich hatte eigentlich vor, die Akkubox anderweitig nochmal zu verwenden und auch die Motoren, aber in Anbetracht dessen werde ich die erstmal aufs Regal verbannen. Ich werde euch demnächst mal zeigen, wie das jetzt funktioniert, wenn ihr diese alten Kuyui-Steuerungen habt. Ich habe die kleine von dem Panzer. Damit bin ich sehr zufrieden. Die macht mir auch mega Spaß und ist auch einfach toll. Ne, aber da zeige ich euch mal, wie ihr die dann halt kompatibel kriegt. Das ist ganz einfach. So, dann habe ich mich letzte Woche, Gott sei es gepriesen, ich habe von einer Bekannten mal den hier bekommen. Fand ich mega geil. Ich habe mich die ganze Woche durchgeschlagen, also ich habe ewig lange gebraucht, bis ich den gebaut habe. Und ich finde ihn einfach top. Ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich super. Mir hat er Spaß gemacht. Ich kann jetzt halt gut ein paar Farbunterschiede sehe ich auch, aber nicht alles. Ich bin da wahrscheinlich zu blind dafür, um alles wirklich zu sehen. Ich wollte ihn nur kurz anschneiden, weil für mich war es eigentlich mehr Privatvergnügen. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie riesig das Ding ist. Das ist mega. Ne? Also, ja. Wenn ihr guckt, der ist so groß wie ich. Das ist riesig, das Teil. Also. Nur halt bin ich mir einig, für den Preis, den er halt kostet, würde ich mir jetzt nicht kaufen, weil für mich wäre das ein reinstes Schlachtfest. Ehrlich. Ich würde die Teile alle benutzen, um was anderes draus zu machen. Ich meine, hier, diese langen Propeller, die sind top. Die finde ich richtig cool. Die sind ja dieselben, wie sie dann bei der Osprey eigentlich drin sein sollten. Die er aber dann
ja doch nicht kommt. Und ansonsten, ja, das Display hier vorne im Armaturenbrett finde ich klasse. Das ist wirklich schön gedruckt gemacht. Da kann ich jetzt hier nicht mäkeln. Also, ja. Kann ich jetzt wenig zu sagen, ehrlich. Aber der Grund, warum ich heute eigentlich ein Video mache, ich will nicht mit solchem was zum Astro quatschen. Heute soll es mal um was Interessantes gehen. Und zwar gibt es ja immer wieder, auch gerade bei uns, gerade hier mit mir und meinem Bruder, immer wieder Diskussionen wegen Pins und sowas. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich so alles momentan rumliegen habe. An Pins, an Achsen etc. Und da werden wir mal über so manche sprechen und halt auch so manches durchgehen. Wie auch zum Beispiel, dass die nicht kompatibel sind von Kuyuyu und sowas. Habe ich mir jetzt alles hier drüben schon vorbereitet. Ich werde jetzt die Kamera umstellen. Ich werde jetzt mal eine andere Kamera benutzen. Ich will das mal ausprobieren. Nur damit ihr vorgewarnt seid, falls das Bild nicht so gut sein sollte, wie ich es hoffe. Weil das mache ich ja alles hier mit meiner Canon-Kamera. Und ich werde jetzt hier auf mein neues Tablet zurückgreifen und werde das mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Ich meine, vom Licht her müsste es stimmen. Ich werde die den Scheinwerfer gleich noch umbauen und sowas. Soll euch nicht interessieren. Ja. Aber ihr wisst Bescheid, ich schwinge jetzt einmal um. Und ja. So. Das ist jetzt eine kleine Änderung, ist von der Farbe her, sollte man erkennen. Wir fangen auch direkt an. Und zwar habe ich hier, die habe ich mir direkt aus China bestellt gehabt. Die blauen Pins, die klassischen. Eigentlich habe ich die zu Haufen, aber die waren halt mit in der Riesenkiste drin. Ja. Ihr seht halt, bei der Kameraeinstellung hier sieht man jetzt schön jeden direkt auf meinen Fingern. Na, gucken wir mal auf die Tüte. Ja. So. Sehen wir halt auch schön die Friktion da drauf. Ja, am besten so. So fokussiert er. Gut. Diese kleinen Striche, die ihr da jetzt seht, ne? Ja, da im Schatten, direkt vor meinem Daumen. Das ist diese Friktion. Das ist das, was bewirkt, dass die, wenn man die jetzt hier, oh, wo ist er denn jetzt hin? Da. Reinsteckt. Na. Dass sie sich sehr schwer drehen. Die bremsen das halt alles so aus, richtig, ne? Im Gegensatz dazu habt ihr das jetzt bei den grauen. Haben wir hier die ganze Tüte graue Pins. Haben wir das jetzt ein bisschen anders. Das löst ja schon wunderbar mit Aufnahme. Heieiei. Ja, da weißt du, dass wenn ihr die reinsteckt, dass die ganz leicht sich drehen lassen. Ja? Sieht man, oder? Soll ich mal vielleicht mal hier reinstecken? Im Gegensatz zu den blauen. Ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt mal gucken, ich habe die hier in blau. Die mit Friktion oder ohne. Ich genau hingucken. Aber die sehen aus, als wenn die mit. Probieren wir es einfach aus. Wir probieren das einfach aus. Dann wissen wir das. Ob das einfach nur eine andere Farbe genommen worden ist oder ob die halt dieselbe Funktion haben. Nein, die haben keine Friktion. Okay. Weiß ich Bescheid, muss ich in die Grau, bei den Grauen mit einsortieren. Das heißt, ich nehme jetzt hier wieder einen von den Blauen, um es euch zu zeigen, dass die halt hier keinen Bewegungsspielraum großartig haben. Ja, das machen wir mal so. Und ihr seht, da muss man sich richtig anstrengen, dass die laufen. Na. Huch. Das rollt mir alles weg hier. Ja, dann haben wir die Achsaufnahmen. Die hier. Die habe ich jeweils mit Friktion. Ich glaube, die gibt es auch nur mit Friktion. Ich bin mir nicht sicher. Machen wir mal auf. Die habe ich auch mittlerweile in den verschiedensten Farben. Die habe ich hier in Grau. Ja. Man sieht hier schön die Friktionslinien. Die habe ich in Grau, die habe ich in Rot, die habe ich in Schwarz, die habe ich jetzt in Leim bei dem Lamborghini gehabt. Gibt es eigentlich in vielen Variationen.
wenn man halt nicht unbedingt jetzt nur Lego hat, gibt es die auch in mehreren Variationen. Lego ist ja da ein bisschen einseitig, ja. Dann haben wir klassisch hier die schwarzen Pins. Auch hier, die sind ja alle mit Friktion. Ja. Warte, so. So sehen wir die Friktion schön. Da sieht er den Mittelstreifen da immer drin, dass die halt sich nicht drehen. Ja. Ich meine, es gibt eine Vielfalt an Steinen. Hier zum Beispiel haben wir einen schwarzen Dreierpin. Ja, ihr seht, der ist wie der blaue, nur halt in schwarz. Der hat mir halt hier bei dem Dodge halt sehr gefallen und das fand ich auch besser da, den damit zu bauen. Hier haben wir nochmal einen mit Achsaufnahme in schwarz. Hier haben wir denselben in rot. Also ihr seht, da ist ein bisschen Variation drin. Ich brauche aber jetzt einmal hier diese. Suche ich mir gerade mal raus. Ich wollte euch ja noch was anderes zeigen, was man nämlich Cooles machen kann. Da habe ich jetzt bin ich jetzt bei den Steinen vorhin wieder drauf gestoßen, weil da auch die Frage aufkam, wie man so eine Rundung dann am besten bauen kann. Ja, wenn ihr diese hier habt, ja, diese Einer-Pins, ob Friktion, ohne Friktion, ist eigentlich Wurst. Wichtig ist, ihr braucht einen ganzen Haufen Technik-Pins. So, jetzt sortieren wir die gerade mal ein bisschen nach Farbe, damit wir da hier so eine schöne Optik reinkriegen. So ungefähr. Ja, machen wir den das so und dann legen wir den da hin. So, pass auf. Wenn ihr jetzt hier hergeht, setzen die hier rein. Einmal links, einmal rechts. Ich sollte vielleicht noch einen mitnehmen. Warte mal, ich habe noch mehr davon, von diesen gummiartigen. Und ich suche mir jetzt nochmal zwei raus, damit er so ein bisschen Stabilität bekommt. Machen wir hier schnell. Drei Abstand. Müsste eigentlich reichen. Wenn wir drei Abstand nehmen. So, warte. Hier haben wir die. Hey! Hüpft einfach raus. So. Passt. Dann könnt ihr nämlich hier hergehen. Und könnt die hier da reinstecken. Geht ein bisschen schwer. Zap. Na komm, beweg dich rein. Will gerade nicht. Traut sich nicht. Gibt's auch oft. Ihr könnt die auch von der anderen Seite reinstecken, ne? Also so ist das nicht. Ist ja da flexibel, ne? Wie ihr das wollt, ne? So. Aber das Wichtige ist halt dabei. Na. Das will er nicht. Er will nicht. Pass auf, dann zeige ich das gerade mal mit der anderen Seite. Ich piek's hier mal raus hier. Ich den rauskriege. Ja, zack. So. Zap, zap. Geht mit allen Seiten. Aber hey, wir machen das mal von der anderen Seite. Vielleicht geht's ja in Richtung. Ja, es ist hier zum Spielen gedacht. Es ist zum Auseinandernehmen gedacht. So rum. 3er Abstand habe ich gesagt gehabt. So. Es gehört alles wieder zu diesen lange verpönten illegalen Bautechniken. Ne? So. Das heißt, das sieht jetzt dann so aus. Und jetzt können wir hergehen. Und die hier. 1, 3. Drüber haben wir auch den 3er Abstand. So. Mal die Seite gelegt. Genommen. Mal gucken, vielleicht lasse ich das auch ein bisschen im Zeitraffer durchlaufen. Aber ihr seht, wo die Reise hingehen soll. Na! Eieieiei. Ist alles ein bisschen klimsig hier gerade. Pass mal auf, wir machen das mal nur mit zwei. Bevor es hier zu anstrengend wird. Jetzt habe ich ganz den Blick auf die Kamera verloren gehabt. Oh. Jetzt habt ihr nichts gesehen. So. Jetzt will das da wieder nicht da rein hier. Ich glaube, es eiert.
Der ärgert mich. Dann bin ich raus. Fertig. Schluss. Aus. Ich lass mich nicht ärgern. Die Steine mobben mich. So. Wollte ich euch was Tolles, Cooles zeigen und jetzt versaut der Papa alles. Ja. Das ist unglaublich. Unglaublich. So. Zack. Na. So. Schubidu und Schubida. So. So, aber ihr seht, die Reise soll dahin gehen, dass ihr jetzt hierher gehen könnt und könnt nämlich dann so eine Rundung bauen. Ne? Ich habe jetzt, die habe ich jetzt einfach zu lang genommen. Normalerweise macht ihr das kürzer. Am besten mit Dreier- oder Fünfer-Beams. Die reichen dann dafür auch aus. Und das Schöne ist halt wirklich, dass ihr dann hierher gehen könnt und könnt frei sein, dass ihr dann hier wie für einen Radkasten oder sowas das Ding drumherum bauen könnt. Wer aufgepasst hat und hat unsere älteren Videos schon gesehen, ich sage es gerne nochmal, ihr könnt euch das Video für das Kader mal angucken, für das Kader Weltkriegsmotorrad mit Beiwagen von mir. Wenn ihr da in dem Speedbild mal reinschaut, das seht ihr das mittendrin auch, dass die Kanzel vom Beiwagen oder die Verschalung vom Vorderrad, dass alles mit diesen Techniken hier gemacht wird. Und das ist, finde ich, wirklich mega, mega cool. Na, also hier, seht ihr? Und ihr könnt nämlich ja jetzt einfach frei und flexibel sein und könntet das rumbiegen und könnt halt ein Rad drum machen oder so. Ihr könnt das sogar, ja, wenn es mehr Spannung aushalten würde, wenn ihr längere habt oder so, könnt ihr die sogar zwischendurch ein bisschen anklipsen. Ich meine, wenn ihr hier jetzt hier diese grauen Nipsel mal benutzt und macht die mal zwischendurch immer wieder rein, dann habt ihr ein bisschen Stabilität auch drin, wenn die jetzt länger sein soll, glaube ich. Und, warte mal, lass mal ausprobieren. Ja, das macht es aber steif. Aber so trotzdem könnt ihr halt so eine schöne Rundung damit machen. Das finde ich halt eine sehr interessante Bautechnik und das macht halt auch, sieht auch bei, wirklich toll aus, wenn ihr halt eine Rundung so machen wollt oder so. Das ist echt genial. Aber erzählt es nicht weiter. Ja. Das ist ja verpönt sowas. Noch etwas, was man mit den Pins machen kann, ist, viele sagen immer, Lego, da kann man ja gar keine Invert bauen oder sowas, da kann man ja nicht rum. Falsch. Ja, ihr könnt jetzt hergehen und könnt so zum Beispiel, ich habe jetzt hier einfach mal meine Megakonstruktsteine genommen, weil ich die noch auf dem Tisch rumfliegen hatte. Zack. Zack. Und schon habe ich das Invert gebaut. Also eine Richtungsumkehrung. Gut, das ist jetzt nicht wie bei Kobi. Ne? Ihr habt jetzt hier einen Spalt, den könnt ihr aber irgendwie überdecken. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das sollte eurer Kreativität offen bleiben. Wichtig ist, es hält. Hallo Sammy. Ne? Und das ist das Wichtige eigentlich daran. Ihr könnt das genauso gut mit solchen hier machen. Ne? Friktion, ohne Friktion, das ist völlig irrelevant, wie ihr das macht. Oh, ich liebe diese Steine. Die Steine sehen so geil aus. Da kann man da hinschmelzen. Ja, was haben wir denn noch an Pins? Wir haben auch noch hier solche Pins. Auch mit Friktion und mit Achse vorne dran. Die habe ich, Lego hat die meistenteils in dunkelgrau, ne? Dark Grey oder wie das sich schimpft. Ich komme mit den Farben nicht klar. Na, bei meiner Aufnahme von Katze. Nee. was wir noch haben, ist sowas hier. Ein Pin mit Friktion und zwei Achs.
Stücken quasi. Das ist eine Zweierachse mit Pin dran. Wird ja auch häufig gerne benutzt. Ich glaube, die ist sogar in der Farbe immer von Lego. Ich bin mir nicht sicher. Mit den Farben schlacht mich tot. Aber ich komme da manchmal selber durcheinander und weiß selber nicht, welcher Farbton jetzt wohin gehört. Ja, genau. Das sind hier die, die ich eben gerade in der Hand hatte. Die schwarzen. Ja, Sam. Du hast ein hübsches Näschen. Das hat jetzt die ganze Welt gesehen. Die, das ist hier diese Standardfarbe, die Lego da dabei hat. Ist ja genau wie die blauen Pins. Mal den habe ich sogar in Rot. Ne? Also die gibt es auch definitiv in anderen Farbtönen. Gerade von anderen Herstellern auch. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Achsen, was ich hier gerade so rauskrabbel. Ich meine, ab der Achse Nummer 4 ist das ja, glaube ich, so, dass das ja noch im alten System war, so dass die Geraden sind schwarz, die Ungeraden sind grau gewesen. Ich meine, Lego hat das ja mittlerweile geändert. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil ich hatte jetzt die in vielen verschiedenen Farben auch gehabt, die Achsen. Also ich komme da aktuell mit dem neuesten nicht durch. Ich gucke einfach nur auf die Länge und ob ich sie brauche oder nicht. Ob halt ein Stopper dran ist oder nicht. Oder ja, ihr wisst selber. Ja. Also das ist nur Zweier. Klassisch müsste sogar original sein. Wenn mich das nicht täuscht. Ich bin mir nicht sicher. Die habe ich auch in Schwarz. Das fand ich halt alles cool bei dem Dodge, dass ich das halt wirklich alles in Schwarz machen konnte, weil ich halt alles in Schwarz hatte. Das Einzige, was ich beim Dodge halt nicht schwarz gemacht habe, was ich wirklich rot gelassen habe. Warte mal, ich schiebe ihn gerade mal ins Bild. Sammy, mach mal Platz. Das sind hier vorne die Luftdutzen. Ja. Ja. Wer das schon mal gesehen hatte bei so einem Big Block, wenn die oben drauf sitzen, die sind auch rot. Meistenteils die Klappen, wenn die aufgehen. Ist halt zumindest ein rotes Innenleben drin. Aber das ist jetzt auch das Einzige, was ich so gelassen habe. Ansonsten habe ich ja wirklich alles durchweg schwarz gemacht. Dass das ganze Ding ringsrum schwarz ist. Ich habe die auch noch, habe ich gerade hier gesehen, die Zweierachse habe ich auch noch in einem anderen Rotton. Also, meine absolut längste, wartet mal, ich krusel mal ein bisschen. Ihr dürft gerne die Hinterpfoten vom Sammy bewundern. Die definitiv längsten Achsen, die ich habe, die habe ich hier bei der Dora dabei. Und die Dinger sind echt der Wahnsinn. Schaut euch die Länge an. Ja, die passt schon gar nicht richtig aufs Bild. Sammy, geh mal ein Stück weg. Ja. Im Vergleich dazu, ja, lass mal. Das ist eine Zweierachse. Lass das. Das ist nichts zum Fressen, das ist Plastik. Sam! Du, Emil, du. Ja, es ist lang, es ist aus Plastik, ich will damit spielen jetzt. Ja, wie gesagt, zum Vergleich her, das hier ist eine Zweierachse. Ich muss aber kurz hinlegen. Ich schreibe euch unten in die Beschreibung auch rein, welche Länge das jetzt genau ist. Ich muss das erst raussuchen. Ja, dann gibt es ja hier noch solche mit Stopper. Das ist jetzt ein Fünfer mit Stopper. Fünfer? Ja, Fünfer. Ich habe die auch als Siebener, als Achter. Ich habe da, die habe ich in Hülle und Fülle. Die gängigsten sind aber immer noch die Dreier mit Stopper. Die habe ich in Grau. Standard Lego ist ja, braun mittlerweile, glaube ich. Dieser komische Braunton. Nein. Die habe ich auch noch hier mit so einem Pin drauf. Ne? Dann habe ich die als Vierer auch hier rumliegen. Die sind grau. Müsste sogar Standard sein. Dann habe ich die als Fünfer mit Stopper. Und dann fängt es erst bei den richtig langen an. Ne? Und was ich halt mal manchmal so richtig cool finde, ist halt auch gerade sowas hier. Flat Silver. Das ist eine 6er Achse in Flat Silver. Das gefällt mir richtig gut. Sowas mag ich.
Sowas macht halt auch Spaß, wenn man sowas sieht. Bei dem Weißen Ritter zum Beispiel, da hatte ich ja auch viele, viele Chromteile, die ich ja wirklich cool und toll fand. Ich weiß gar nicht, ob es das letzte Mal gesehen hat. Ich bin gerade am gucken. Sonderteile waren dann nämlich in Chrom nicht dran, sondern das waren halt zum größten Teil alle Standard. Klack, das war ein kleiner Motor. Weil, ja, wenn ihr das hier euch mal anschaut, das hier, das sind verchromte Teile. Da sieht man schön die Fingerabdrücke drauf und die Spiegelungen überall. So ist es halt auch cool. Und ihr seht auch hier jetzt diesen Clear Block ganz deutlich. Aber besondere Teile, also man hätte jetzt auch noch hier, diese Hülsen, die habe ich auch verchromt. Das habe ich schon gesammelt. Die sind aber momentan am Dings dran. Na, wie heißt er? Ich komme gerade nicht drauf. Am Dodge. Ansonsten, das sind halt viele, diese Chromfelgen, die sind klasse, die finde ich super. Ich schwafel. Heieiei, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch gar nicht rumschwafeln. Was haltet ihr mich denn nicht davon ab, hier rumzuschwafeln? Das ist furchtbar. Ja, aber wie gesagt, halt, das ist halt eine Mega-Achse. Die ist riesig. Ich finde die echt Wahnsinn. Ne? Also hier mal zum Vergleich, hier sind sie. Nee, das ist kein 16er. Hier sind 16er Technikbeam. 15er Technikbeam. Also. Wenn wir mal zwei Stück nebeneinander legen, müssen wir eigentlich fast die Länge haben. Jetzt kommen wir hier auf. Zwei, ja. Noch zwei. Ja. 32. 32 Knob lang. Das ist meine Achse. Und das Problem ist ja bei der Kasi, bei dieser Dora, dass die halt flexibel sind. Die sollte man austauschen. Das werde ich aber, wenn ich die baue, im Video nochmal genauer machen. Ja. Achsen. Haben wir jetzt eigentlich alles hier soweit? Wir haben hier noch ein buntes Potpourri. Ihr seht, ich habe die teilweise in Grau. Ich habe auch mal welche in Gelb. Schwarz. Ich meine, die Lego-Welt ist ja nun mal bunter geworden, ein wenig. Bei dem Lambo war es ja so, dass da wirklich viele, viele Achsen bunt waren. Und auch die Zahnräder fürs Getriebe. Das ist ja das reinste Freudenfest an Farbe. Ja, guti. Ich würde sagen, ich kann es damit eigentlich auch beschließen, weil Zahnräder und Co. wollte ich mir für das nächste Mal aufheben. Da werden wir dann mal solche Sachen durchgehen wie Differential. Ich werde euch dann auch nebenbei zeigen, wie man dann halt den Kuyui dementsprechend hinkriegt. Kompatibel kriegt, so rum. Wie man den kompatibel bekommt. Halt nicht den neuen. Ich bin ja auch sehr, sehr, sehr froh drum, dass halt die neuen jetzt auch wirklich kompatibel sind. Und das macht ja auch wirklich Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob man das von der Farbe her sieht, ne? Das ist total verklebt mittlerweile. Das ist uralt. Das müsste noch eins von den ersten vor meinem Bruder gewesen sein. So gelb wie das ist. Weil da ist auch das Lego-Logo drin. Da oben. Jetzt sieht man das am Rand. Hier oben. Also, ich baue alles, ne? Ich baue alles, ich schmeiß alles zusammen. Jo, gut. Weil bei den Zahnrädern haben wir ja noch eine weitaus größere Fülle, um da irgendwas zu machen. Aber das ist dann vielleicht nächste Woche dran. Ich werde mal schauen, was ich mache. Ja, wie gesagt, diesen Trick merkt euch. Ne? Wenn ihr diese flexiblen Achsen hier habt, diese sind echt ziemlich einfach. Ne? Könnt ihr viel mitmachen, könnt ihr viel mit anstellen, ihr könnt da eine schöne Rundung draus bauen, etc. Wenn ich Muse hätte, könnte ich jetzt auch noch für euch das die Anleitung mal raussuchen und könnt euch die Bilder zeigen. Vielleicht fotografiere ich die sogar ab und stelle die nochmal separat rein. Schauen wir mal. Ne? Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ein schönes Glam da draußen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen.
könntet was mitnehmen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns Sonntag wieder. Und am Sonntag, Sonntag, weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich habe Lust, diese Kuhbrot zu machen. Da fand ich jetzt die zwei, den Minion ist richtig cool und ich werde endlich die zwei von Family Guy machen. Da bin ich nämlich total heiß drauf. Die will ich unbedingt im Wohnzimmer haben. Ich bin absoluter Family Guy Fan. Gut, in diesem Sinne halte ich jetzt mal die Klappe. Schieb jetzt das Ende rein. Abo, Like, denkt dran. Nicht vergessen. Lasst uns da, gönnt uns was. Es geht ja schwer auf mit uns. Schwer bergauf mit uns. Finden wir auch super. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Eine schöne Restwoche euch. Bis Sonntag. Tschüss, hoi, do.